Das Werkzeug hat keine lustige Eisenwerkzeug zu holen. Ich habe gerade mal so, während ich hier warte, geguckt, wie es so aussieht mit den Werkzeugen. Du kannst trainiert werden, das ist auch gut. So, einmal noch, dann haben wir die Eisenrüstungen, die wir brauchen. Dann kann er Werkzeugschmied bleiben. Wenn ich mich richtig noch erinnere, war es im zweiten Teil so, dass man aus Holzwerkzeugen Eisenwerkzeuge gemacht hatte. Das heißt, der Werkzeugschreiner hatte eine etwas höhere Daseinsberechtigung. Wenn man sieht, Eisen geht einem nicht so schnell aus und Holz erst recht nicht. So, du Schwertkämpfer. Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Ja, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Das kann doch nicht sein, dass das eine ungerade Zahl jetzt ist. Ach doch, wir haben 25, also 6 mal 4 ist 24, das heißt, macht 25, ja. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Ja. Ihr zwei seid erwachsen. Das heißt, es sind noch zwei Kinder, die noch nicht erwachsen sind. Das dauert noch einen kleinen Moment. Fehlt uns eh noch eine Rüstung. Ja, ich könnte noch dann einen Bogenschützen und einen Schwertkämpfer. Ach, kommt, das machen wir noch schnell. Kriegen. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Ja, ja. Also was jetzt wieder Werkzeugschmied. Kommt, wir brauchen noch das, was wir hier an Dings haben, auf. An Möglichkeiten, Leute auszurüsten. Ich könnte jetzt theoretisch noch die 5 Wappenröcke ertauschen, die ich bräuchte für mehr Bogenschützen, aber nee, schieben wir das nicht so sehr auf. Ich mach die beiden dann noch. Dann haben wir eigentlich eine Armee. Zwar keine Armee, die Mordors würdig ist, um einen kleinen Herr der Ringewitz reinzubringen noch, während wir hier warten. Aber eine Armee, um die Maya aus Grönland zu vertreiben. Sie elendig abzuschlagen. Nein, so brutal sind wir nicht. Eigentlich doch, aber ich meine, wir sind Wikinger. Was erwartet man anderes von Wikingern? Oh, ach ja, euch kann ich dann schon mal zu Schwertkämpfern machen. So. So. Da sind 5 weitere Schwertkämpfer. Die Eisenmine steht schon lange leer. Ist klar, weil wir haben kein Eisen mehr.
Wir brauchen auch ganz ehrlich gesagt kein Eisen mehr. Weil unsere Armee ist fast bereit. Wir warten nur noch auf die letzten Vorbereitungen. Alles. Und dann kann es in den Kampf gehen. Also ja, die letzten Vorbereitungen sind die letzten beiden Kinder. Eine ist schon mal 7, andere ist 4. Das ist okay. Alles eingelagert für die zwei. Und ja, das ist die Mission mit den meisten Wikingern, die wir bis jetzt hatten. Wobei halt ja zivilistenmäßig es gerade mal 31 sind, die Kinder nicht mitgerechnet, weil die beiden auch noch zu den nachher 47 Soldaten gezählt werden. Ja, sind alle mit Bier ausgerüstet. Sind so gut wie alle kampfbereit. Wir haben noch nicht mal unsere Straßen fertig. Du kannst immer noch trainiert werden, das ist gut. Ja, bei dir nimmt langsam das Holz ab und du musst, hast es eigentlich auch immer weiter bis zum Holz. Na gut, hier liegt noch mehr als genug Holz rum. Selbst unser Steinmetz hier hat noch genug zu tun. Also ja, die zwei Steinchen hier einsacken. Das ist immer noch Eisenerz, das uns nicht mehr interessiert, wirklich. Ja, Eisenwerkzeuge werden wieder hergestellt. Das ist viel wichtiger. Hier fehlt noch ein Zipfelchen Straße und das Stück Straße fehlt noch. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist schon in diesem Dorf sehr viel Gewusel. Was Arbeit und so angeht, Warenwege, alles. Aber nachher im nächsten Cultures, also in Cultures 2, wird es noch schlimmer. Wenn wir überhaupt mal irgendwann mit Cultures 2 anfangen. Die dumm. So, unser letzter Bogenschütze. Dann fehlt nur noch unser letzter Schwertkämpfer. Er ist schon 14, das heißt, er ist bald erwachsen. Das hier mit dem Hauptlager finde ich halt immer noch am coolsten. Dass unser Hauptlager unser Drachenboot ist. Macht ja eigentlich auch irgendwoher Sinn, wenn man sich so überlegt.
Hinterhalter. So, der letzte Schwertkämpfer. So, damit bewegen wir die alle mal hier rüber. Also wir werden auf jeden Fall Verluste einstecken müssen. Das wäre sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht gehen würde. So. Alle sind hier, das heißt, wir speichern nochmal. Ja, wie? Und dann schicken wir sie langsam, aber sicher den Pfad hoch. Ja, wie? Und lassen sie einfach gleich mal angreifen, direkt. Okay, der erste ist gestorben. Da kommt noch ein Bogenschütze. Und ja, sie haben sehr viel Truppen. Wir haben noch einen Schwertkämpfer verloren. Ja. Okay, es gibt immer noch auf die Plauze. Oh, da ist ein Kriegslager, das auf uns schießt. Also ja, wenn wir jetzt schon mal in unsere Statistiken gucken und auf unseren Friedhof, ja, wir haben schon eine gute Anzahl an Wikingern verloren. Ja, 13 Stück. Dafür verlieren sie aber auch ihre Leute. Oh, die Lagerstätte, die müssen wir auch noch einreißen. Oh, da ist einer hungrig. Hab wohl vergessen, dir Bier zu geben. Na gut, dass wir das Lager eingerissen haben. So, du kannst nochmal trainiert werden. Ist auch gut. Oh, unsere Straße ist fast fertig.
Das Wohnhaus einreißen. Hier alles einreißen.